Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Hier liegen überall Leichen verstreut, weil wir gestern ein paar Leute getötet haben. Und ja, Julian baut gerade sein Haus zu Ende. Nee, er erweitert es nur. Oder er erweitert es. So. Ja. Ich habe einen Dude mal auf den Schlafsack gelegt, dann kann er sich da ein bisschen ausruhen. Jo. Und ich würde sagen, als allererstes kümmere ich mich wie immer am Tage erstmal um mein Essen. Und vielleicht finde ich auch irgendwo noch Aloe Vera. Autsch. So, die Frage ist nur, wie sieht das Zeug aus? Wie so ein Busch. Wie ein Busch. Na. Sind überall Büsche. So, erstmal. Nein, das wollte ich nicht. Ich will nichts bauen. Mit Speer ausrüsten. So, ich habe ein bisschen Rüstung angelegt. So sieht's nämlich aus. Boom. Cool. So, mal schauen, ob es jetzt ungefähr passt. Ach, das waren Bären, okay. Ja, könnte man so lassen. Was ist das? Wir haben ja nebenan so einen ganz komischen See. Ja, weiß ich schon. Direkt daneben sind, sag schon. Direkt daneben sind Koffer. Ah. Da kannst du dir so Schokolade und so Soda-Zeug wieder auffüllen. Aber nur wenn es respawnt ist wahrscheinlich. Ja, aber das Ding ist, an dem Platz haben wir noch nix gelootet. Das heißt, das Zeug ist noch da. Ah, so. Also ich habe schon gelootet und bin dann panisch zurückgelaufen in der letzten Folge, aber ich denke mal, du hast da noch nicht. Hier ist ein richtig fetter Baum. Ah, geil. Ich glaube, auf den kann man nicht bauen. Bist du Aloe Vera? Nein. Oh Gott, wo wirft man denn den Speer hin? Ganz weit weg. Oh Gott. Wenn ich wüsste, wie diese Büsche nur aussehen, ey. Oder die Pflanze. Oh Gott, allgemein. Alter. Was ist das für ein Zielpunkt mit dem Speer? Ich habe jetzt zwar noch ein Camp gefunden. Oh Gott. Ist okay, ich nähere mich nicht dem Camp. Ich gehe einfach wieder weg. Zu spät. Hui! Ach komm schon. Wieso? Hast du Freunde gefunden? Ja, der hat doch gecampt. Also, er ist ein scheiß Camper, weißt schon. Mhm. Hat auf dem Baum gelauert. Bringst du den mit, oder? Nö, der ist wahrscheinlich schon wieder weg. Okay, gut. Ich hab Koffer gefunden. Ja, die sind da hinten bei dem See auch. Oder meinst du die? Ja, hier ist so ein kleiner Wasserfall. Als ob jetzt hier kein einziges Reh mehr ist, Mann. So, was hat denn der Papa gelootet? Ich habe Setzlinge. Ich habe die Uhr. Ja, die sind wichtig. Ich kann sie aber nicht anziehen. Wieso kann ich die Uhr nicht anziehen? Oder habe ich sie schon? Die Uhr. Aus der Uhr baut man eine Bombe. Ah. Ja gut, aber nichts Nützliches. Aber was ich gefunden habe, meine ich. Ja. Ich versuche gerade was echt Nützliches zu bauen, aber dafür brauche ich Rehhaut, glaube ich. Aber ich erwisch keine Rehe. Du musst dir Maschinengewehr bauen, dann kriegst du es. Also einfach.
schon eine gute, ja, einfache Lösung. Ich craft mir jetzt hier aus Stöcken und Drecken Maschinengewehr. Ist eine super Idee, Dude. Ich wette, es gibt ein Tutorial auf YouTube. Ich glaube nicht. Es gibt immer ein Tutorial auf YouTube. Ich wage es ganz stark zu bezweifeln. Okay, dann baue ich mir halt jetzt das nicht. Mir auch egal. Au, oh, au, au, okay. Nicht alle Bären sind essbar. Scheiße. Ich wäre fast am Bären verreckt. So, ist das der gleiche Busch? Keine Ahnung. Ich esse einfach mal einen Bär einmal und dann... Okay, die sind auch giftig. Scheiße. Okay. Blaubeeren wären wichtig und deswegen will ich mir auch so einen Bärenbeutel craften, dass ich die mitnehmen kann und anpflanzen kann im Garten. Ich finde nur Marigold, aber kein Aloe Vera. Ja, du brauchst halt, ich denke mal, das weißt du, aber du brauchst zwei verschiedene Sachen, ne? Ja, Marigold und Aloe Vera. Ah, ich wusste das zweite gerade nicht, deswegen. Deswegen sage ich, dass ich nur Marigold finde. Ja, ist okay. So, jetzt habe ich Chicory. Aha. Okay. Das war aber auch nicht das Richtige. So. Dann baue ich mir halt immer mehr Rüstung auf. Wenn ich schon kein Leben habe. Aber es ist ganz cool, mal hier rumzulaufen, ein bisschen was zu erkunden. Keinen Stress zu haben, wenn irgendwas passiert, laufe ich halt weg wie so ein kleines Mädchen und schreie dabei. Also gar kein Problem. Ah, da hinten, ich habe das Dorf von denen gefunden, glaube ich. Es gibt mehrere von deren Dörfern. Fischstock. Ich glaube, an den komme ich nicht mehr ran. Ich crafte mir einfach einen neuen. So, wo finde ich denn Waffen? Wie? Würdest du eine Waffe oder nicht? Ja, aber das machst du einfach, wie gesagt, in deinem Inventar. Du gehst ins Inventar, machst Rechtsklick auf zwei Stöcke und dann hast du einen Speer. Okay, easy. Das ist jo. Wahrscheinlich nicht so ein cooler Speer, oder? Doch. Ist das dasselbe? Genau der gleiche. Okay. Aber den kann ich bestimmt noch ein bisschen verbessern. Ja. Habe ich direkt zu Anfang schon gemacht. Mal sehen. Da musste aber nein, so sag es mir nicht. Ich werde es selbst herausfinden, was ich machen kann. Okay. Aber ich glaube, ich habe nichts dafür. Nichts sieht dir auf jeden Fall danach aus. Ja. Überleg halt mal, was kann man so ein Speer dran binden, dass es mehr wehtut. Naja, das ist schon okay, mache ich schon. Oh, hier ist ein Weg, ich folge dem mal. Ja, dann müsstest du zu so einer Höhle kommen. Okay, dann tue ich es nicht. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, aber in die Höhle, da musst du sowieso... Also da kannst du nicht direkt reinmarschieren, sondern... ist wie so ein Dungeon. Musst du halt betreten. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also es ist halt so ein Fels. So ein Felsschlitz, dann drückst du E und dann kannst du dich da durchkrabbeln. So. Alter, ich google jetzt, wie Aloe Vera aussieht. Moment. Ah, okay, ich weiß. Aber ich muss mein OBS aufmachen, sonst weiß ich nicht, wie lange die Folge ist. So, okay, Aloe Vera ist halt so ein Stachelgewächs, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, doch. Also insofern sie das alles hier realistisch gestaltet haben, müssen wir es ja zu finden sein. Ja. Ich finde die 1 Milliarde Stöcker, ne? Aber sonst. Ja, Stöcker und Steine gibt's wie Sondermeer. Es ist ruhig hier. Viel zu ruhig. Oh, wow. Beunruhigt mich. Das ist, weil ich nicht in deiner Nähe bin, sonst kommen die ja. Wenn ich da bin, kommen die. Das ist normal. Die bereiten einfach nur gerade so ein
Mega-Angriff vor. Also ich bin jetzt hier durch die halbe Map gestampft, aber nirgendwo finde ich Aloe Vera, das ist doch unmöglich. Ich glaube nicht, dass du durch die halbe Map gestampft bist. Doch? Nein. Ich schwör's. Wage ich zu bezweifeln. Ich bin jetzt wieder am Anfang, wo wir waren, und hier ist noch eine kleine Höhle. Da steige ich jetzt aber nicht rein. Bist du Aloe Vera? Nein. Ach, und für den Fall, dass du das Flugzeugcockpit findest, ne? Ja, ich nehm's mit. Was? Ja, ich nehm's mit. Das Cockpit. Nicht das Cockpit, das, was da drin ist, was du wolltest, ja. Die Schale. Was für eine Schale? Egal. Nein, die gibt's im normalen Flugzeug, wo wir gespawnt sind. Achso, ja, das Cockpit ist hier direkt vor mir. Ja, dann rennt er hin und holt die Flare Gun raus. Okay. Und halt alles andere, was so ein Loot drin ist. Oh, wie cool, hier an dem Baum krabbeln gerade lauter Ameisen hoch. Ja, finde ich echt nice. Und ich seh von hier aus ein Dorf, vom Cockpit aus. Okay. So, vielleicht kannst du am Cockpit so einen Stickmarker setzen. Wie macht man das? Da brauchst du eine Kleidung und ein paar Sticks für. Die kannst du setzen, so als Markierung, weißt. Müsste im Baumenü irgendwo sein, also im Buch. Oh, hier im Cockpit war ein Stein. Cool. Oh, zwei Steine. Ansonsten, ich habe zwei Platinen rausgeholt und hier ist die Flare Gun, ja. Ja. B. Im Buch bei... Holy shit. Die sehen aber ziemlich tot aus, die Typen. Jo. So, im Buch, ja. Ja, ich suche gerade, wo es ist. Notizen? Da bei Utility Structures, Stickmarker. Zwei Sticks, zwei Steine und ein Kleidungsstück. Wo siehst du das? Das steht unten drunter, was man braucht. Nein, wo? Bei Utility Structures, das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6. von rechts, nein. Ach so, oben, sag das doch. Ja. Nee, das 7. von rechts und dann, nein, hä? Doch, das 6. von rechts und dann irgendwo eine von den Seiten. Auf jeden Fall ist es links oben. Auf der linken Seite oben. Okay, das hilft mir jetzt wirklich weiter. Ja, du kannst schon mal auf jeder Seite drei ausschließen. Hä, aber... Du siehst ja oben diese Tabs. Ja. So, dann klickst du auf das, bei der linken Buchhälfte. Ja. Das 3. von rechts. Dann sag das doch einfach. Ja, habe ich doch jetzt. Weißt du, du hast zuerst gesagt, dass das 6. von rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sag, das ist dann To-Do-List. Von links. Von rechts. Links. Du hast von rechts. Von links. Du hast von rechts gesagt. Ich sagte von links. Du hast von rechts gesagt, Mann. Nein. Und auf welcher Seite finde ich den Scheiß? Ey, klick dich einfach durch bis zu der letzten Seite von dem Abteil. Und dann linke Seite oben. Stickmarker. So. So. Geht doch. So. Warum du auch immer so schwer vom Begriff bist, Alter, ich versteh's nicht. Du hast es scheiße erklärt! Ich hab's perfekt erklärt. So, Stickmaster, sag mal, Stickviech ist drauf, so scheiß drauf. Ja, perfekt. Wozu brauchst du das? Ja, weil jetzt sehe ich hier auf der Map, wo das ist, dann kann ich da hinlaufen und muss nicht ewig suchen. Und dann kann ich mir auch bei Gelegenheit die Flare Gun holen. Ach so, kriegen wir beide, ah. Ja, jedes Item, also so Katana und so ein Zeug, das ist alles, nicht einmal in der Map vorhanden, sondern kann halt jeder Spieler sich einmal holen. Mm. Und dann könnte man es theoretisch noch in den Waffenhalter reintun und wiederholen. Okay. Was das auch bringen soll. Jo, dass wenn du halt krepierst und es weg ist, dass du es in der Base nochmal rumliegen hast. und dir wiederholen kannst. So,
So, dann laufe ich zurück mit meinen 2 HP. Ich hab alle Aloe Vera habe ich jetzt nicht gefunden. Vielleicht finde ich noch ein paar Koffer, die aufmachen kann. Ja. Ja, weil du müsstest ja auf der Map unsere Häuser sehen, ne? Ja, ja. Ja, und genau so sieht eben. Wow, 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 wow. Und tschüss, ich bin weg. Hast du Besuch? Ja. Boah, der hat nicht geschrien und gar nichts. Er stand auf einfach auf einmal vor mir. Fuck. Fast ein Vogel aus der Luft gegriffen. Weiß ich, ich fäll da so einen Baum und denk mir nichts Schlimmes, dann steht der Dude da in der Gegend drauf. Okay, es sind 2. So, ich bin safe. Okay, es sind 3. Ich leg mich nicht mit denen an. Könnt ihr mal aufhören, mein Haus zu zerstören, bitte? Nicht gut, macht weiter. Mein Haus haben sie ja schon fast kaputt gemacht. Aber ohne Aloe Vera kann ich dir nicht helfen. Oder Koffer oder irgendwas. Wo ich irgendwie ansatzweise ein bisschen Leben wieder kriege. Und da ich auch am Verhungern bin, muss ich eigentlich zurück zum Haus und hoffen, dass die weg sind, wenn ich da bin, dass ich essen kann. Sonst kippe ich gleich um. Kann man hier verhungern? Ja, ne? Wahrscheinlich. Survival. Ja. Ich habe übrigens irgendwie so einen Comic gefunden. Da stand, Frau vom Survivalist ist tot. Vielleicht wir sind wahrscheinlich deshalb Survivalist. Ich werf dir Speer in die Fresse, wenn du näher kommst. Oh Gott, die sind zu zweit. Ich bin weg. Ich kann nicht mehr laufen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe jetzt ein Repair-Tool. Aha. Okay, der hat mich zwar angebrüllt, aber er rennt mir irgendwie nicht hinterher. Das hört sich an, als hättest du Probleme. Nein. Ich doch nicht. Ah, oh, nein. Ich schwör's dir, verpiss dich. Ich werf dir einen Speer in die Fresse, wenn du näher kommst. Wo sind eigentlich meine Dudes? Sind die weg? Hallo? Ist hier noch jemand? Ich hab keinen Bock runterzugehen, weil da bin ich tot, wenn die noch da sind. Mir laufen gerade 2 Leute daher. Ohne dass ich Ausdauer habe. Ich bitte dich, ich bin tot. Echt? So gut wie. Aber wir sind ziemlich langsam zu Fuß. Also vielleicht kann ich mich in die kleine Hütte safen, wenn ich bei uns bin. Drück mal 2. Ja, bringt nichts. Okay, dann hast du keine Soda mehr. Ja, ich hatte nie Soda. Ach so. Ja. Ich hab sie abgeschüttelt. Und ja. Ich hab sie echt abgeschüttelt, ja. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Okay. Ja, aber du scheinst noch relativ weit weg zu sein von mir. Nö, ich sehe das schon. Ja, auf der Map halt die Markierungen, ja, aber die siehst du ja die ganze Zeit schon. Ja, die sind aber schon verdammt nah dran. Aber dein Name macht den Eindruck, als wäre er relativ weit weg. Dein Name sieht immer gleich aus. Nein. Doch. Halt, ja, aber halt an der Position, wo er ist. Von meinem Sichtpunkt aus. Es kann doch nicht sein, dass hier nicht eine so eine scheiß Pflanze wächst, oder? Ja, ich find's jetzt auch ziemlich unwahrscheinlich eigentlich. Ach so, jetzt haben die Koffer respawned, oder wie? Ja, lass mir ein paar übrig, ich bin da. Nee, doch nicht. Oh. Nee, sie haben nicht respawned. Wahrscheinlich nur ein umgedreht, aber. Es war nur einer, ja. So, komme zurück aus meiner Expedition und ich habe einfach nichts mitgebracht. Ich bin traurig, ich hab kein Leben. Ich gehe nachher noch mal zu diesem See und dann gucke ich, ob ich da noch ein paar Koffer öffnen kann. Also, ja, aber da musst du echt aufpassen, weil. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, hast du da die komischen Teile gesehen, die rumgestanden sind mit den Köpfen dran? Nee. Wo die Koffer lagen, okay. Ich glaube, dass wenn man. Also das sind so Markierungen von denen. Ich glaube, wenn man die kaputt macht, dann verschreckt man die und die kommen ein bisschen weniger oft. Glaube ich, keine Ahnung. Und wenn du die Dinger kannst du ja auch craften, wenn du die aus deren wenn du die selber craftest, aus deren Köpfen und Händen und so und aufstellst um deine Base, dann verschreckt es die.
Zumindest war es irgendwann früher mal so. Okay, und die Leichen, die spawnen von denen einfach, oder was? Früher oder später, ja. Ja, eine von denen habe ich verbrannt, ich habe ein paar Knochen gebraucht. Achso. Oh, Magen wieder voll. Ich bin glücklich. Ja, meiner nicht. Oh, ich habe Leben wieder dazu bekommen. Was hast du gesnackt? Ein Lizard. Okay. Cool. Dann gehe ich morgen auf Lizardjagd, so sieht's aus. Wahrscheinlich war es einfach nur richtig gut gekocht von mir. Ich bin Profi. Mhm. So. Okay, jetzt muss ich mir was zu essen organisieren, uncool. Hehe, ich hab ein Regen. Als ob. Was? Als ob er das erwischt, Mann. Ja, willst du das Fleisch abnehmen? Ja, wäre cool. Dankeschön. Ich bin Profi, sag ich doch, Alter. Oh Gott, gibt es viel, Alter. Ja? Es gibt 4 Fleisch pro Reh. Krass. Wie es einfach umgefallen ist, war lustig. Plopp. Jetzt hätte ich einen Stein gegen ihn geworfen. Mhm. So, ich würde sagen, ich snack jetzt noch kurz das Food. Du mach das. Und dann gehen wir schlafen, oder? Ja. Also schlafen gehen ist sowieso Folgenende. Ich werde hier auf, ich werde auf meinem Zelt schlafen. Ich kletter hoch in mein Haus. Aber wir sollten zwischendurch mal speichern, wie wär's damit? Ich habe schon mindestens 3-mal gespeichert. Ich jetzt auch. So. Fehler mache ich nicht nochmal. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe einen erfolgreichen Jagdzug gemacht. Ich habe einen Reh erjagt. Das war meine Beute für heute. Jo. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, wer ist hier? Tschüss. Ciao, ciao.